Die ukrainische Regierung hat den Neubau von zerstörten Ortschaften angekündigt. Hierbei soll nach neuesten technologischen und ökologischen Standards gearbeitet werden, heißt es. Die Orte würden besser als zuvor wieder aufgebaut werden. Das teilte Ministerpräsident Schmyhal nach einer Kabinettssitzung mit. Insgesamt 6 zerstörte Ortschaften sollen auf dem Wiederaufbauplan stehen. Und das Geld dafür kommt aus einem Wiederaufbaufonds. Seit dem russischen Einmarsch sollen laut ukrainischen Zählungen über 130.000 Eigenheime und mehr als 17.000 Mehrfamilien Häuser beschädigt oder zerstört worden sein. Über die aktuelle Situation wollen wir sprechen. Wir schauen nach Moskau zu Christoph Wanner. Und Christoph, lass uns gemeinsam vielleicht ein bisschen schauen, was sich da in der Region Cherson tut. Die Stadt als solche von den Russen verlassen, wieder befreit von den Ukrainern. Auf der anderen Flussseite aber sind die Russen nach wie vor, beschießen die Stadt und auch die Region permanent. Was geschieht da im Moment? Ganz genau. Cherson war ja einmal zu rund 90% unter russischer Kontrolle, also diese Provinz. Und dann im letzten Jahr gab es die ukrainische Gegenoffensive und im November ist die Stadt Cherson an die Ukrainer zurückgefallen, also befreit worden. Und nach wie vor sind aber rund 70% der Provinz Cherson unter russischer Kontrolle, also praktisch alle Gebiete, die östlich des Flusses Dnieper liegen. Und auf dem Dnieper, ganz in der Nähe der Stadt Cherson, gibt es einige Inseln und das ist sogenannte graue Zone, also man könnte auch sagen Niemandsland. Und auf diese Inseln sind jetzt wohl die Ukrainer vorgedrungen mit solchen Aufklärungsattacken, wie das auch genannt wird, Rasvetka, Boyem, sagen die Russen. Und das dient vor allem dazu, um zu gucken, wie die russischen Verteidigungslinien aufgestellt sind am Ostufer des Dnieper. Und da gab es wohl heftige Gefechte und die Russen haben dann auch zurückgeschlagen. Die Bilder, die wir da gesehen haben, die verraten uns, dass da wohl diese Fliegerbomben eingesetzt worden sind, der Russen, die FAB 500 mit dem Navigationssatz, also eine Modifizierung. Und die russischen Kriegsreporter, vor allem Alexander Kotz, sind der Meinung, dass die Ukrainer eben testen, wie die Verteidigung aufgestellt ist und dass auf jeden Fall diese Frühjahrsoffensive kommen wird. Er sagt, er wisse auch nicht, wann und wo genau. Er denkt, dass an verschiedenen Orten zugeschlagen wird gleichzeitig und die Ukrainer dann herausfinden wollen, wo die Ukraine, die russischen Linien Schwächen haben. Und genau da, wo die Schwächen sind, wird dann auch wohl der Hauptschlag stattfinden. So sieht das Alexander Kotz. Das ist einer der renommierten russischen Militärblogger, der vor allem auch über Telegram auftritt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.